Also ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ihr seht es mir wieder an, wahrscheinlich. Ja, genau. Es geht um FIFA. Ich habe wieder mal dieses Dreckspiel gespielt. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie Müll auf einmal Division geworden ist. Damit ihr überhaupt mal auch einen Überblick sieht. Jetzt seit den Rewards von letzter Woche habe ich 102 Spiele gemacht und ich habe einfach 400 Skillpunkte verloren. Ich habe 400 Skillpunkte verloren. Ich habe mich auf Division 2 hochgearbeitet und ich hänge mit solchen Müllgegner in Division 4 ab. Ich hätte eigentlich Gameplay aufnehmen müssen, damit ihr mal seht, was hier abgeht. Aber Digga, was ist da los schon wieder? Ich hab mir so den Arsch auf. Okay, man kann vielleicht darüber streiten, dass ich nicht konstanter Division 2 Spieler bin. Aber dafür habe ich auch Division 3 gut in den Griff bekommen. Aber das kann doch jetzt nicht im Ernst sein, EA, dass ich jetzt auf Division 4 rumhänge. Ich kann euch mal eine Situation erzählen. Diese Situation müsst ihr kennen. Müsst ihr kennen. Nicht glaube oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst das kennen. Ihr antizipiert, greift den Gegner an in euren eigenen 16er, weil er ja rumölt und Handball spielt. Kriegst natürlich nicht den Ball, ist ja sowieso klar. Du greifst ihn an, bekommst den Ball. Der Ball verspringt und der Ball landet direkt vom Gegner an den Füßen, muss nur Kreis drücken und der Ball ist drin. Wie oft ist das jetzt bei euch passiert, dass ihr so eine Krawatte danach direkt hattet? Ey, hör mir auf, Alter. Schaut euch das an. 30 Spiele, okay, das ist sowieso los, dass man ab Donnerstag 30 Spiele bekommt für diese scheiß Rang oder sowas. Das sollte endlich viel früher sein oder wieder abgeschafft werden. Aber ich habe 102 Spiele bis heute gemacht. Heute ist Mittwoch. Morgen sind die Rewards und morgen wird es wieder auf Null gestellt. Aber scheiß mal jetzt auf die Packs oder sonst irgendwas. Ey, jetzt mal wirklich im Ernst. Ich bin so sachlich normalerweise immer. Aber es kann doch nicht sein, dass ich gegen solche Müllgegner verliere. Ey, jetzt mal im Ernst. Es kann doch nicht wahr sein, wirklich. Guckt euch das an, ich war bei Division 2, ihr könnt die letzten Videos nochmal gucken, ich habe irgendein Video, könnt ihr das sehen, wo ich Division 2 war. Aber Bruder, ey, ganz ehrlich, seit der letzten Weekend League ist Division so Müll geworden, so. Okay, ich übertreibe vielleicht jetzt, aber mal ganz im Ernst, Leute, ihr kennt das doch hundertprozentig. Ihr wollt Division euch verbessern, ihr wollt so gut es geht rasieren, sage ich jetzt mal. Aber ihr kommt einfach nicht voran, weil wieder nur Fehler im Spiel sind. Diese ganzen Bugs, die ich ja eben auch im Beispiel erklärt habe, die sind viel zu oft da drin jetzt vorgekommen. Die Pässe, ey, ich kann euch Pässe erzählen, ey, da kann ich Buchbänder schreiben, die größer als Harry Potter sind. Ey, ich habe zum Beispiel so ein Laufduell über die Außen mit Semedo gewonnen. Mein Varane läuft ins Tor rein und der Stürmer von den Gegnern ist einfach frei. Der muss auch nur Kreis drücken und der Ball ist auch drin. Ehrlich jetzt. Semedo kriegt den auch nicht in den Griff. Glitscht auch irgendwie an dem Außenspieler vorbei. Zum Beispiel Rashford oder, keine Ahnung, Dembélé oder sonst irgendwas. Aber da passiert immer wieder so viel Scheiße. Boah. Ey, das geht wirklich so hart auf die Niere. Wirklich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video beenden soll, aber ich musste diese Frust wirklich mal rauslassen. Aber was soll man sagen? Weekend League ist sowieso auch für den Hintern geworden. Wobei ich jetzt Gold 2 geholt habe, die letzte Weekend League. Aber was soll man sagen? Team of the Week auch ist okay, aber ich werde definitiv meine Packs nicht aufmachen.
Das ist schon mal Fakt. Natürlich, die roten Player-Picks werde ich öffnen müssen, aber die Packs werde ich auf gar keinen Fall aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gegen EA was sagen kann, muss, obwohl die mich sowieso, obwohl die uns nicht so, sowieso beachten. Hauptsache, die müssen, können ihre scheiß Lightning-Wongs oder sonst irgendwas, irgendwelche scheiß Packs wieder auf den Markt bringen. Und da haben die ihre Millionen wieder gemacht, ne? Freunde, was soll ich sagen? Ich übe, so oft es geht. Ich schaue mir so viele Sachen von E-Sportlern ab. Versuche die umzusetzen, aber immer wieder kriege ich Steine in den Weg gelegt mitten im Spiel und die Motivation ist wieder echt für ein die ist echt am Boden dann. Ehrlich, was soll ich da noch dazu sagen? Also ich kann weder weinen noch lachen, ehrlich. Ich habe wirklich gerade so fest auf den Tisch gehauen, was man natürlich nicht machen sollte, man soll es nicht schwächen. Aber wie ihr mich kennt, platzt mir der Kragen, wenn etwas nicht stimmt. Und obwohl es eigentlich sehr, sehr feste war, ist irgendwie jetzt mein Handgelenk abgehärtet. Und keine Ahnung, was ich sagen soll. Natürlich sieht man vielleicht ein paar klitzekleine Steigerungen zu den letzten 2 Jahren, wie einige vielleicht ja noch wissen, die ja noch von Anfang an dabei waren, habe ich ja auf Division 5 oder 4 angefangen. Eine Zeit lang war FIFA 19 oder 20 ja so auch für den Arsch, wo jeder auch runtergerutscht ist in Division, wo auch gar keiner mehr Bock hatte. Aber ich kann sagen, dass ich mich auf jeden Fall verbessert habe. Aber jetzt so ein Schrott, jetzt wie die letzten Tage seit Ende der Weekend League, geht eigentlich in meinen Augen gar nicht. Und ich denke, es gibt so viele Leute da draußen, die auch in meinem Level gerade auch sind und sich auch verbessern wollen und auch einen besseren Rang erreichen wollen, was ja auch absolut verständlich ist, aber einfach nicht vorankommen. Ich sehe momentan auch viele Leute zocken Draft, wo ich mir denke vielleicht, dass sie auch Division zocken werden, um sich auch da zu verbessern. Aber ich denke mal, dass sie das absichtlich nicht zocken, da der Modus halt echt für Müll ist, so, ne? Auf jeden Fall, dieses kleine Video oder, keine Ahnung, dieses etwas kleine Video musste leider raus. Diese Frust merkt ihr mir an. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis endlich wieder eine Steigerung da ist. Und mir fehlen wieder die Worte, so wisst ihr, was ich meine? Fehlen leider die Worte. Also heute ist ja Team of the Week gekommen. Mandy würde ich ja spielen, aber wenn ich auch kein Real Mandy hätte und Rafinha wäre auch nice zu spielen, aber ich finde Lukas eher viel besser. Ansonsten könnt ihr die Team of the Week echt knicken. Ansonsten würde ich auch in Zukunft noch das Team ändern. Ich bin momentan mit dem Team zufrieden, aber man kann einiges noch ändern. Ihr könnt es mir gerne auch vorschlagen. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Auf jeden Fall, damit ihr da Bescheid weiß. Und auf jeden Fall das dazu, Freunde. So, ich muss so rübsen. Ja, Freunde, das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit mir fühlt und euch verbessern wollt. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich fühle hundertprozentig mit euch, die gerade auch in meiner Situation sind und viele andere auch. Ich hoffe nur, dass das wirklich gefixt wird irgendwann mal, was wahrscheinlich nicht sein wird, aber wir hoffen. Ja, ansonsten wünsche ich euch morgen viel Glück bei den Rewards. Wie gesagt, ich ziehe morgen meine Packs nicht und bin nur gespannt, was die roten Player Packs dabei rauskommen. Ich werde die auf jeden Fall auf Insta teilen. Rewards-Video wird wahrscheinlich nicht kommen, da es ja keinen Sinn macht, nur ein Video für 2 Spieler zu machen. Dafür mache ich keine kurzen Videos, da reicht mir so ein kleines Update. Da könnt ihr mir gerne auf Insta nachschauen, also verfolgen. Und da würde ich sagen, war es das von hier. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und wie gesagt, viel Glück bei den Rewards morgen.
Ich bin draußen, euer Khaled. Ich sehe, mir fehlen die Worte, sorry. Euer Khaled ist draußen. Bis dann, Freunde. Ciao.